seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn von wo sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Also nochmal, es heißt, genau zuhören Leute, nochmal, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. So, ganz einfach. So. Ein Moment, Leute. Diese ganze Allergie auch im Sommer macht einen total müde, einen total kaputt. Leute, tut mir auch so leid, Leute, wenn ich so schläferisch bin. Die Allergie macht mich wirklich fix und fertig, Leute. Fix und fertig. Joker ist eine Frau. Keine Ahnung, ob Joker eine Frau ist. Ich weiß es nicht. Aber betet auch bitte für mich. Mir geht's wirklich in der letzten Zeit nicht so gut. Ich habe auch starke Magenschmerzen und ich danke jedem, der für mich betet und der mich ins Gebet nimmt. Da danke ich jeden Einzelnen. Und da wollte ich noch einmal was aus dem Galaterbrief vorlesen. Ich danke jedem, der für mich betet. Ja, ich bin die ganze Zeit müde, Leute. Also ich fühle mich total am Ende. Ich kann, Leute, ich sag euch ganz ehrlich, ich bin richtig müde, Leute. Ich bin sowas von müde und ich habe auch Kopfschmerzen durch das Niesen. So. Und da wollte ich noch einmal den Galaterbrief komplett vorlesen. Also den Vers 6, Vers 7 an die ganzen Leute, die von morgens bis abends den Herrn Jesus Christus verspotten, ihn in den Dreck ziehen. Ich sage es nochmal. Es wird eines Tages abgerechnet. Aber der Gott der Bibel, der liebt dich. Und er möchte nicht, dass du verloren gehst. Kannst du dir vorstellen, du lachst über Gott, du spottest über Gott, du machst dich lustig über ihn und trotzdem gibt er dir die Möglichkeit, umzukehren. Er gibt dir die Chance, dass du umkehrst, dass du dir darüber Gedanken machst. Kehre um, mein Kind, damit du nicht verloren gehst. Denn durch deine Sünden wirst du eines Tages verloren gehen und sterben und du musst bezahlen dafür, für deine Sünden, für dein Verbrechen, für dein alles, was du getan hast, gesagt hast, dafür musst du Rechenschaft ablegen, du musst bezahlen dafür. So, warum geht das bei wieder locker nicht? Ich weiß nicht, was du meinst mit wieder locker. Was ist denn mit wieder locker? Was soll denn mit ihm sein? Entschuldigung, ich wollte einmal lesen. Ehrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und dann möchte ich einmal Hebräer, ich lese einmal Hebräer 6, Vers 4 und wir hören einfach mal, was sagt das Wort Gottes. Nicht was sagt das Wort Gottes. Ich kann viel sagen. Wir hören einfach mal, was sagt das Wort Gottes. So, ich lese einfach mal und damit wir das Wort einfach mal hören, wenn das Wort sagt in Hebräer 6, Vers 4, wir hören einfach mal, denn es ist unmöglich, die Bibel sagt, es ist unmöglich, die welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben, und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, zuhören. Das sagt nicht ich, das sagt der Hebräerbrief. Die dann abgefallen sind, wieder zu Buße zu erneuern, da sie sich für selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen würden.
Also das Wort sagt in Hebräer 6, Vers 4, dass diese Leute, die einmal geschmeckt haben, die des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, nicht versiegelt worden sind, nur teilhaftig geworden sind, das sagt das Wort, und die dann abgefallen sind, es ist unmöglich. Es ist unmöglich, das sagt die Schrift, das sagt nicht ich. Und wenn ihr ein Problem damit habt, dann müsst ihr das mit den Herren klären. Dann müsst ihr sagen, wir haben ein Problem mit dem Vers. Ich erkläre euch mal teilhaftig, damit ihr das mal versteht. Damit ihr das mal geistlich versteht. Und jeder, der was anderes sagt, der ist gegen das Wort Gottes und ist nicht geistlich. Sondern, einen Moment. So, ihr müsst euch vorstellen, ihr kaut Kaugummi, ihr schmeckt dieses Kaugummi, ihr behält dieses Kaugummi im Mund, aber ihr schluckt es nicht runter. Ihr werdet nicht eins mit dieses Kaugummi. So, passt auf. Ihr spuckt irgendwann dieses Kaugummi aus und kaut ein neues Kaugummi, in dem ihr einfach mal eine andere Religion annimmt und schmeckt das Kaugummi. So, und ihr wollt dann wieder das Kaugummi ausspucken und wollt nochmal das Wort Gottes probieren und nochmal schmecken, da es unmöglich ist. Hebräer 6, 4 sagt es. Die Leute, die des Heiligen Geistes nur teilhaftig geworden sind, es ist unmöglich. Hier steht, es ist unmöglich, sagt das Wort, unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern. Es ist unmöglich. Das Wort Gottes sagt das. Rede über Illuminati. Ich rede nicht über Illuminati. Ich rede jetzt über das Wort Gottes. Und nicht bla 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 bla. So. Wenn du möchtest, kann ich... Ich habe dir mal eine Anfrage geschickt. Wenn du möchtest, kannst du gerne mal reinkommen. Also ihr sagt bla 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 und ich lese das Wort Gottes vor. Bla bla bla, ne? Gerne mal reinkommen. Hallo? Hallo? Hi, Gottes Segen wünsche ich dir erstmal. Ja, man hört dich. Hörst du mich? Hi, Gottes Segen. Ja, man hört dich. Gottes Segen. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Ja, wunderbar. Ja, man hört auch, aber man hört ein Rauschen. Sehr gut, ne? Dankeschön. Und selbst? Ja, man hört, aber man hört ein Rauschen. Kannst du nochmal einmal rauskommen? Ja, das liegt wahrscheinlich doppelt daran, dass ich im Auto bin. Kannst du nochmal einmal rauskommen? Man hört irgendwie doppelt. Ja, kann ja ich. Ja, ja. Bis gleich. Ja, bis gleich. Ja, ja. Anna. Du hast doch gar keine Ahnung vom Wort Gottes, Fanatiker, Alter. Ja gut, das ist deine Meinung. Wenn du meinst, ich habe keine Ahnung, ja gut, dann ist es eben so. Ich lese das Wort Gottes vor, ich lese die Schrift vor, ja? Ich habe jetzt nicht Donald Duck gelesen, ich weiß nicht. Ich habe nicht irgendwie Batman gelesen, ich habe die Bibel gelesen, ne? Also, damit du das siehst, das ist nicht Batman, das ist die Bibel, okay? So, und wenn die Bibel das sagt, dann prüfe ich das. So. Leute, bitte weiter den Stream teilen. Les vor, lass den Teufel dich nicht. Ja, bist du von neu geboren? Ja, ich bin von neu geboren. Ihr könnt mich auch gerne prüfen und gerne hinterfragen und mich testen. Ich bin von neu geboren. Und ich danke den Herrn und alle Ehre gebührt den Herrn Jesus Christus. Alle Ehre gebührt den Herrn. Du sollst keine Hexe am Leben lassen. Hallo? Du redest vom Alten Testament. Ja, hallo? Hallo? Ist es jetzt besser? Hallo? Warte. Hallo? Ja, jetzt höre ich mich nicht mehr. Hallo? Hi, kannst du mir jetzt besser hören? Ja, jetzt höre ich mich nicht mehr. Ja, jetzt höre ich mich doch wieder doppelt. Oh nein, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich im Auto bin. Weil ich bin ja gerade auf dem Sprung. Sonst würde ich später einfach nochmal live kommen. Ja, erstmal. Warte mal, ich höre mich wirklich stark doppelt bei dir. Ehrlich, wirklich. Also, ich höre mich wirklich stark doppelt bei dir. Ehrlich, wirklich. Ja. Das ist, warte ja mal, dann mache ich das mal anders.
Ist es jetzt besser? Warte. Ich glaube, jetzt ist es besser. Ja, wunderbar. Das lag Ja, jetzt wahrscheinlich ist es daran, besser. weil ich dich über die Autosprechanlage verbunden hatte. Ja. Und genau. Ja, erstmal danke für die Einladung. Ja, ich danke, dass du hier reingekommen bist. Ja, gerne. Ich sehe, dass du War auch etwas manchmal überrascht, weil. dein. Wie bitte? Ja. Nee, was wolltest Ja. du sagen? Ja, ich bin schon länger tatsächlich bei deinen Streams dabei, war jetzt immer stille Zuhörerin und ja, tatsächlich am Anfang, als ich das erste Mal auf dich gekommen bin, ja, also auf deinen Stream, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Ich glaube, ein Monat, eineinhalb Monate, ja, also oder sogar zwei, ich weiß es nicht, ja, aber auf jeden Fall war ich da erstmal so ein bisschen abgeschreckt, weil ich mir dachte, okay, der hat ja schon eine sehr extreme Art, gewisse Dinge auszudrücken. Ja, aber ich muss sagen, je länger ich dir zugehört habe und je länger ich dann auch mit deinen Streams war und dann halt auch mit deinen Gästen und alles drum dran, umso eher, weiß ich nicht, konnte ich mich da auch zum Teil irgendwo, was heißt, wiederfinden, aber ja, dann konnte ich es auch verstehen, wieso du gewisse Dinge so ausdrückst, wie du sie ausdrückst, weil Ja. ich sag mal so, wenn man sich dann halt für etwas entscheidet, dann entweder ganz oder gar nicht. Ja. Und Ja, richtig, genau. ja, und das war am Anfang, war das für mich, ja, also es ist natürlich ein Prozess, weil ich jetzt auch noch nicht so lange mich mit dem Thema Christentum beschäftige. Ne? Und ich weiß, ich habe auch noch einen Ja. langen Weg vor mir. Und Ja. ja, genau. Aber ich finde das wirklich gut, was du machst. Also wirklich meinen Hut ab, ja, Weißt weil du? gehört ja doch, da gehört ja auch wirklich viel Mut dazu, unter anderem. Ja. Und Ja, weißt du, was ich so schockierend finde? Das sage ich dir auch, weil ich beobachte dich ja auch, ich gucke auch ab und zu mal deine Streams und ich höre auch manchmal so zu, naja, hören wir das dann so an, aber weißt du, was ich so richtig schockierend eigentlich finde? was genau? Ich bin ja vor kurzem da erst dahinter gekommen mit dem Bruder. Also wir sind, ich glaube, das ist seit 3, 4 Monaten sind wir dahinter gekommen, aber wir wussten das schon länger. Wir sind auf TikTok und wir haben erstmal so die ganzen so Promis hier beobachtet, so, weißt du, diese ganzen Ja. TikToker, die so Fame haben. Und wir Ja, haben dann ja. herausgefunden, dass alles Satanisten sind. Wir haben das herausgefunden, dass das wirklich mit Beweise und Fakten, dass Ja. das wirklich involvierte Freimaurer sind. Ich glaube, du hast dich bestimmt schon mit Freimaurer beschäftigt und mit diesem ganzen Ja, Kram. absolut. Absolut. Also da Ja, war aber ich du ja auch kriegst ja schon. einen Schock. Du kriegst doch einen Schock, wenn du auf einmal Leute siehst, die so live sind und dass diese Leute brutale Rituale machen. Das ist ja nicht mehr normal. Das ist Also ja. ich muss sagen, auf TikTok selbst habe ich das so noch nicht mitbekommen. Ja, mit diesen satanischen Ritualen und Co. Ich selbst muss sagen, wenn ich mich da irgendwie dabei erwische, tatsächlich irgendwelche Zeichen zu machen, dann ja, fragen mich die Leute dann auch, weil ich dann auch sage, oh mein Gott, nein, das wollte ich nicht, das tut mir leid. Dann fragen die Leute mich dann auch immer so, hä, was, wieso, was hast du denn gerade gemacht? Das finde ich dann auch immer sehr spannend. Aber auf Ja. TikTok habe ich das noch nicht so beobachtet, nur halt wirklich bei verschiedenen Trends, ja, wo die Leute sehr naiv daran gehen und gar nicht wissen, was sie damit eigentlich bezwecken oder bewirken. Ja. Das finde ich dann halt ein bisschen schade, ja, dass man einfach einen Trend mitmacht und halt gar nicht weiß, worum es geht, so im Endeffekt, ja. Aber ich hab's auch mitbekommen, dass zum Beispiel Sido ist ja auch irgendwie in verschiedenen Videos auf meiner For You gewesen, ja, wo er auch über das Thema Freimaurer und Illuminati gesprochen hat und zum Beispiel in Frankfurt am Main, dass der, ach, wie heißt dieser ganz berühmte, da steht hier auch ein im Meinst du Bank. den Rockefeller Rothschilds, meinst du jetzt? Meinst du Ja, das Stück? genau von den Rothschilds, da steht Ja. ja auch ein Gebäude. Ich weiß nicht, was genau das nochmal für ein Gebäude war, ja. Und dann hat er auch darüber erzählt, ja, dass die Rothschilds ja auch weit verbreitet sind, halt auch in Frankfurt und da ihre Fäden ziehen und wie auch immer, ja. Und Das kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich, ne? Das ist so heftig eigentlich, dass so eine definitiv.
dass so eine kleine Elite die ganze Welt kontrolliert. Jetzt wirklich so eine ganz kleine Elite, die so im Unsichtbaren arbeitet, die wir gar nicht sehen, hören, die dann so ihre Marionetten nach vorne schicken, damit sie im Hintergrund sind und sie regieren alles, kontrollieren alles. Es ist echt unfassbar. Deswegen. Absolut. Also ich finde das auch sehr erschreckend, ne? Also wenn man sich dem Ganzen mal bewusst wird, weil politisch gesehen ist es ja auch, haben die ja auch wirklich sehr viel Macht oder beziehungsweise einfach, Ja. es ist ja eine kleine Gruppe von Menschen, die halt eigentlich die ganze Macht haben und eigentlich alles lenken. Aber ich sag dir ehrlich, ich will nicht so denken, weil dann, wenn man wirklich so dann auch anfängt zu denken, nach dem Motto, okay, man kann ja eh nichts machen, das ist halt voll der falsche Ansatz, finde ich. Weil, wie startest du denn sonst in den Tag, beziehungsweise wie gehst du sonst deinen Zielen nach, ja? Wie kämpfst du sonst für das Richtige, ja, wenn du diesen inneren Antrieb nicht mehr hast, weil du dir einfach denkst, du kannst ja eh nichts machen, weil da gewisse Leute ganz oben stehen und die haben all die Macht, ja. Deswegen finde ich das so zu denken, dann, ja. Man Ich hat finde dich es gerade gar nicht halt auch gehört. wirklich extrem. Man hat dich nicht gehört gerade. Nein! Ich habe. Jetzt hab ich so philosophisch gesprochen. Hörst du mich immer noch nicht? Doch jetzt, sag mal noch mal bitte. Jetzt noch mal. Okay, Hallo? ja, also in Bezug auf die ja, Freimaurer Illuminati, beziehungsweise einfach die kleine Elite, die wirklich die Fäden auch in der Politik ziehen, ja. Ich finde aber, es ist der falsche Ansatz, irgendwie zu denken oder zu glauben, ja, dass man da rein gar nichts machen könnte, ja. Weil wie startet man halt wirklich sonst in den Tag mit seinen Zielen, ja? Wie hat man sonst. Weiß ich nicht. Wie kann man sonst den Glauben aufbringen, man könnte wirklich an der Situation was ändern? Weißt du, was ich meine? Weiß ich nicht. Also ich finde, es gibt immer irgendwie einen Weg. Ja, alleine als kleines Licht ist natürlich schwierig, aber weiß ich nicht. Es werden ja immer mehr Menschen wach, ja. Und wenn man sich zusammenschließt, also ich will mir da auch die Hoffnung nicht nehmen lassen, ja, dass man da irgendwie komplett hilflos ist, ja, und einfach da irgendwie nicht eine Handvoll, aber weiß ich nicht, vielleicht Tausenden von Menschen, je nachdem, wie klein diese Elite ist, sag ich mal, 1000 bis vielleicht 10.000 Menschen da die ganze Welt kontrollieren und ausgesetzt ist und man sonst nichts bewirken kann. So, ne? Also, das. Weißt du, was ich dazu sage? Zum Beispiel, viele Menschen sagen ja immer, ja, was können wir denn dagegen machen? Guck mal, also wir Christen glauben ja an einen Teufel und auch an Dämonen, ne? Wir glauben daran. Wir wissen, dass es diese geistige Ebene gibt, diese Mächte. Ja. Und wir wissen ja auch, dass der Satan der Gott dieser Welt ist, der die ganze Welt verführt hat. Und wir sehen ja auch überall in diesen ganzen heidnischen Völkern, da haben sie immer wieder die Schlange angebetet, da haben sie immer wieder Opfer gebracht, Rituale gemacht, Menschenopfer, Brandopfer. Und wir wissen ja, dass es immer wieder für den Satan ist. Und wir sehen ja auch, dass der Satan diese ganze Welt kontrolliert. Und du musst dir mal vorstellen, der Satan ist so mächtig, dass sogar die Rockefeller und Rothschilds ihn dienen und ihn anbeten und ihn verehren. Da bin ich mir Natürlich ganz denkt sicher, ja. man denkt sich ja, was können wir eigentlich machen? Was können wir denn verändern? Ich sage dir mal die Bibel. Ich glaube alles, was in der Bibel geschrieben steht. Also ich bin ein gläubiger, wiedergeborener Christ und die Bibel sagt, dass das Ende der Welt nah ist. Ne? Also Absolut. dass auf der Welt was sehr Schlimmes zu, also es wird demnächst was Schlimmes auf die Welt zukommen. Zum Beispiel die Bibel hat prophezeit, dass das Bargeld abgeschafft wird, in der Hinsicht, es wird ein Chip kommen, also Malzeichen kommen, Entschuldigung, ein Malzeichen kommen, dass jeder das Malzeichen tragen wird. Und wir sehen, Schweden hat kein Bargeld mehr. Norwegen will jetzt Bargeld abschaffen. Dänemark Echt? ist, Ist das ja. in Schweden schon so weit? Schweden hat kein Bargeld mehr. Die zahlen alle nur noch mit so einem Chip in der Hand. Und das hat die Bibel vorausgesagt. Die Oh Bibel hat mein das. Gott, Die das Bibel wusste hat ich gar nicht. doch, doch, vor 2000 Jahren hat die Bibel das vorausgesagt. Guck mal, ich kann dir das einmal vorlesen. Du kannst das jetzt googeln und selber nachforschen. Was ich dir jetzt Ja, vorlese, kannst du jetzt prüfen. Jetzt gleich direkt, wenn du auflegst, kannst du direkt mit deinem Handy prüfen. Hier. ja. Da kannst du RFID-Chip eingeben und dann Schweden
Und da musst du aktuelle Videos gucken jetzt von 2022. Warte ganz kurz, das kann ich dir einmal vorlesen. Römer, bist du das? Wie bitte? Hallo? Nein, Ja, hallo. du bist das, ne? Ja. Okay. Hört Ach, man mich? hallo. Ja, guck mal. Offenbarung 13, Gottes Vers Segen. 16. Gottes Segen. Dir Offenbarung auch. 13, Vers 16. Und da steht geschrieben: Und es bewirkte, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Feinen und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihrer rechten Hand oder auf ihrer Stirn. Und jetzt Ja. kommt's. Dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welche das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres. So, entschuldigen, ich habe gerade falsch gelesen. Die Zahl des Tieres. So, Oh mein Gott. und Schweden ist ganz vorne in der Digitalisierung. Peking hat sich vom Bargeld verabschiedet. Die ganzen Länder werden jetzt digitalisiert. Du siehst ja auch der digitale Euro, stimmst du mir zu? Das habe ich ja, das habe ich mitbekommen. Ja. Ich find's erschreckend, wirklich. Weißt Also du, das was das ist bedeutet? Das bedeutet, du hast kein Geld mehr, du hast hier einen Chip unter der Haut. richtig, richtig. Damit Und musst du, und wenn du nicht, und wenn du das nicht annimmst, sagt die Bibel, dann wärst du, ja, dann wärst du weggemacht, ne? Dann wärst du halt, das wäre das eine, es wäre wie im Römischen Reich wieder. Du musst dir das vorstellen, wie im Römischen Reich. Europa wäre ja. zu einer Diktatur wie im Zweiten Weltkrieg, aber ganz Europa, komplett Europa, eine neue Welt, also New Order. Und Das finde das, ich. und 2030 haben sie ja gesagt, die wollen diese neue Weltordnung. Alle Politiker der Welt sagen, reden. Unter Klaus Schwab und ja, das World Economic Weißt du? Forum und. Und die haben jetzt eine Privatarmee und bereiten das schon vor, diese Häuserkämpfe und diese Demonstration. Das bedeutet, die werden dann nicht mehr mit Wasserwerfer kommen, sondern dann Sondern werden mit ja, Waffen. mit Waffen. Und guck mal, Richtig. der Mensch wird sich dann das System unterordnen, weil er hat Familie. Der denkt sich, egal, ich habe Frau und Kinder, ich ordne mich unter. Ich will nicht mein Leben verlieren. So, Diese. und es wird Panik gemacht. So, und dann, und warte, und die Politiker planen ja auch zum Beispiel ein Bürgerkrieg, was auch in der Bibel steht, ne? Dass dann Unruhen entstehen, Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, Oh, heftig, Seuchen. heftig. Ja, das Ja. stimmt. Also die Spaltung ist definitiv gewollt, Was von unserer meinst du? Politik. Was meinst du, wenn ein Blackout jetzt kommt? Jetzt denk mal einmal nach. Was meinst du, wenn jetzt der Blackout kommt im Winter jetzt? Sagen wir mal, es kommt der Blackout. Und auf einmal zieht die Regierung die Lebensmittel zurück. Also kein Strom und keine Lebensmittel. Die Leute werden auf die Straße gehen und sich die Birne einhauen. Es ist vorbei. Es ist wieder Definitiv, so. definitiv. Also Ja. das wäre definitiv nicht, ja, nicht förderlich, das stimmt, ja. Ich war ja der festen Überzeugung, was heißt nicht der festen Überzeugung, aber ich habe schon damit gerechnet, dass es letzten Winter auch passieren könnte. Dementsprechend habe ich mich auch wirklich mit allem Möglichen eingedeckt, damit ich mir dann einfach ja, sicher war, ja, wenn was passiert, dann überlebe ich wenigstens einigermaßen, ja, die Zeit. Zum Ja. Glück ist es nicht so weit gekommen, aber der Gedanke war auf jeden Fall da, beziehungsweise die Angst, und dem wollte ich auf jeden Fall entgegenwirken. Aber ja, ich stimme dir da definitiv zu, dass wir in der Endzeit sind, ja, also in vielerlei Hinsicht. Also schau einfach mal die letzten Jahre an, ja, oder alleine in Bezug auf ja, die Entwicklung im Ich Umgang mit mach den mal das Bild Kindern. einmal ein. Ich suche mal das Bild und dann blende ich das hier einmal ein, damit du das siehst. Okay. Ja, und genau, also das mit der Fahne, das ist ja auch sehr, sehr passend tatsächlich. Das finde ich unglaublich traurig, ja. Diese LGBTQ-Szene, ja, weiß ich nicht. Ich meine, Toleranz und Akzeptanz ist wichtig, ja, aber nicht so wichtig, dass wir eine Randgruppe zur Normalität machen und alles drumherum vergessen, ja. Also sprich, dass die Grenzen so stark verwischen, dass es das Göttliche auch gar nicht mehr gibt im Endeffekt, ja. Und das finde ich unglaublich beängstigend. Und dass einfach diese auch zum Beispiel frühe Sexualisierung im Kindergarten, dass wir bei Kindern jetzt schon anfangen sollen, ja, das ist alles meiner Meinung nach definitiv auch eine Agenda, um einfach Pädophilie zu legalisieren, ja. Also es läuft ja alles darauf hinaus.
Gerade weil die Elite ja auch in diesen Kreisen sehr fest verankert ist, ja, dass das normalisiert wird. Weil schau mal, es ist ja schon zur Normalität geworden, jemanden mit einem Pronomen, also weiß ich nicht, ja, dass man das so stark auf Pronomen geachtet wird, dass gegendert wird, ja, dass Transsexualität, ja, dass das normalisiert wird. Also man sollte immer noch mit Vorsicht daran gehen, ja. Man sollte nicht irgendwie einem Kind erzählen, ja, dass es von heute auf morgen in der Hinsicht auf sein Geschlecht, weiß ich nicht, sein kann, was es möchte, ja, dass es irgendwie so leichtsinnig hingenommen wird, weil das ist es nicht, ja. Das ist eine sehr, sehr schwerwiegende Entscheidung und ja. Siehst du das Bild hier? Ja. 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 Das kannst du ja mal gleich eingeben. RFID-Chip. Gib das mal ein. Und das okay. ist auch so ein kleiner Vorgeschmack. Was ich aber, ich wollte einmal was dazu sagen, was du gerade sagst mit diesem Kindergarten und so. Mhm. Hast du mal gesehen? Guck mal, und ich sag dir ganz ehrlich, ich finde das so traurig. Ich könnte eigentlich weinen. Ich habe ja selber eine Tochter. Weißt du? Und wenn man mhm. selber Kinder hat, dann spürt man das auch an seinem eigenen Leib. Ne? Das glaube ich, und ja. Du musst dir mal vorstellen, ich liebe jeden Menschen. Mir ist egal, woher du kommst, wer du bist, aber ich finde es traurig, dass man Absolut. Sich an Kinder vergreift, dass dann so Kranken in Kindergarten kommen und dann da so, ja, so halbnackt vor den Kindern da so im Kindergarten auftreten und tanzen mit BH und Tanga. Ey, was wertet Absolut. Das den Kindern? Jetzt ohne Witz, ich frage dich, was wertet das? Und auch in Amerika, ne? Da machen die ja schon so mit den Kindern. Das ist Original traurig. Play? Weißt du, was die machen mit denen für Spiele? Ja, Original Play, genau. Oder ein wirklich Erwachsener. Nein, kennst du diese Popo-Spiele? Kennst du das? Na, was genau? Nein. Popo-Spiele, da müssen die Kinder raten, von welches Kind das Popo ist. So. Oh mein Gott. Ja, Popo-Spiele. Oh Gott. Ja, und das ist. Ja. Was meinst du, wie sieht es denn aus in 5, 6, 7 Jahren? Wie sind denn die 10, 11-jährigen Kinder, wenn das jetzt schon oh, so schrecklich. Ist? Richtig. Wenn jetzt richtig. Schon, guck mal, wenn jetzt schon, und wir müssen ehrlich sein, wenn jetzt Kinder schon Kinder töten, wir leben in einer Zeit, wo Kinder Kinder töten, wo Kinder mit 12 Endzeit. Jahren, die Endzeit, da hattest du definitiv Kinder, recht, ja. Warte, wo Kinder mit 12 Jahren mit 10 Männern schon was hatten, wie kaputt ist das bitte? Ich sehe das doch selber, dass diese ganzen Weiber, diese ganzen kleinen Kinder, die nehmen Drogen, die laufen da mit ihrem Pitbull rum von ihrem Bruder, haben Tropfen ja. in der Hand. Was ist das bitte für ja. eine Generation, die da aufgezogen ist? Ja, weißt du, woher das kommt? Ich sage dir ganz ehrlich, das muss vom Teufel kommen. Das Definitiv. Muss vom Teufel kommen. Definitiv, ja. Ja, das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so, absolut, ja. Weil ich sag mal so, ja, Freiheit, Toleranz, Akzeptanz, ja, es ist wichtig, ja. Und es ist auch wichtig, dass wir gewaltfrei aufwachsen können, ja, weil Gewalt in der Gesellschaft ist niemals eine Lösung, ja. Allerdings hat auch alles seine Grenzen. Weil guck mal, wenn der Mensch keine Grenzen hat und keine Grenzen kennt, wo führt das denn hin? Also dann ist ja wirklich, dann gibt's ja gar keine Moral mehr, dann gibt's ja gar kein Gut oder Böse mehr, so ja. Und ja. da kann der Mensch seine Taten auch gar nicht mehr einschätzen. Und das gab's doch in der Bibel, gab's das doch auch schon mal, ja. Und also das ist wirklich, wir laufen wirklich auf eine Zeit hin, die ja, weiß ich nicht, ja, die wirklich sehr, sehr gefährlich ist. Eine Vor allem, wenn der Mensch keine Grenzen kennt, ja, dann wird er sich zerfleischen. Ich will dir mal was vorlesen, ehrlich. Das hat die Bibel, guck mal, das hat die Bibel vor drei, ich sag's vor 3000 Jahren, Entschuldigung, vor 2000 Jahren, ne? Hör mal ganz genau hin. Und das ist wirklich, das sollte man sich wirklich zu Herzen nehmen. Hallo, und da sagt ja die Bibel, der Geist, warte, einen Moment, ich lese mal ab, ich muss Kapitel 3 lesen. So, hier steht geschrieben, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, und den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleugnerisch, unbeherrscht,
Gewalttätig den guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und ich sagte ganz ehrlich, die Menschen so haben keine Gottschuld. Die Menschen spotten über Gott, sie lachen über Gott. Du musst dir mal vorstellen, die Menschen hassen sich gegenseitig, die Menschen bekriegen sich gegenseitig, die Menschen beklauen sich gegenseitig, die Menschen belügen sich gegenseitig. Hauptsache, mir geht es gut. Dann siehst du die Kinder, wenn du dir mal die Kinder in der Schule anschaust, total lieblos. Da bilden sich schon so kleine Gangs und die verprügeln die anderen Kinder mit Gegenständen, mit spitzen Gegenständen. Das ist doch nicht mehr normal. Ist es auch nicht. Ist es nicht. Ich habe Videos gesehen im Internet. Ich habe damals Videos gesehen auf Facebook, wo so Jugendliche einfach alte Männer, alte Opas ins Gesicht geschlagen haben und das Portemonnaie geklaut haben, wo ich mir dachte, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Was ist das bitte für eine Generation? Einfach so eine Oma fährt vorbei, ne? Und die schubsen die Oma vom Fahrrad und die liegt da. Ja. Es ist, oh Gott. Ja, aber weißt du, das... Oh Gott, mein Herz blutet wirklich. Guck mal, was die Medien uns nicht erzählen, was wir gar nicht mitkriegen, was jeden Tag in Deutschland passiert, in jeder Stadt, das ist nicht mehr normal, wie lieblos und kalt die Menschen sind. Ist es auch nicht. Die Menschen lieben sich nicht mehr. Die Menschen hassen sich gegenseitig. Und das Wort sagt, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe sei ungeheuchelt, eine aufrichtige Liebe. Guck mal, das Stärkste auf der Welt ist die Liebe. Weil die Liebe kannst du nicht bezwingen. Die Liebe wirst du auch niemals besiegen. Das stimmt. Weil die Liebe ist das Stärkste. Und die Liebe, das lass stimmt. Nicht mit Worten, sondern mit Taten. Absolut, so. Absolut. Nee, da stimme ich dir definitiv zu. Das war auch tatsächlich der Grund, warum ich zum Christentum gefunden habe und mir auch gesagt habe, ich möchte diesen Weg mit Gott beziehungsweise mit Jesus Christus gehen, weil ich das an mir gemerkt habe. Also ich bin ja auch mit Religion aufgewachsen, aber eher dann mit dem Islam. Und irgendwann habe ich für mich in meiner Jugend entschieden, ich möchte weder mit dem Islam, vor allen Dingen nichts mit dem Islam und auch nichts mit dem Christentum zu tun haben, weil Religion war für mich immer nur Zwang und Extreme und du musst, sonst wird dir das und das widerfahren. Und da habe ich mir gedacht, nee, ich bin ein freier Mensch und ich ordne mich niemandem unter, vor allen Dingen nicht unter Zwang. Und ich muss sagen, ich habe diese Zeit auch gebraucht, aber irgendwann habe ich dann auch für mich gemerkt, dass... weiß ich nicht, wenn der Mensch keine Grenzen hat, dass ich mich selbst so verloren habe, ne? Also, dass ich dann keinen Halt mehr innerlich hatte, wo ich mir dann einfach gedacht hatte, okay, du fühlst dich irgendwie leer und das ist ja nicht Sinn der Sache. Also, das kann doch nicht sein, ne? Und da habe ich das auch an mir gemerkt, also wenn der Mensch keine Grenzen hat oder nicht sich an etwas orientieren kann, was gut oder was falsch ist, zum Beispiel, bestes Beispiel ist ja die heutige Zeit, wo Moral halt wirklich, sage ich mal, den Bach runtergeht und Moral gar nicht mehr großgeschrieben wird. Dann woran soll man sich denn orientieren? Was ist denn der Leitfaden dann in deinem Leben, Und so habe ich mich halt auch durch eine Freundin, die halt gläubige Christin ist, dann mich mal dann damit befasst und wirklich sehr, sehr viele Gespräche geführt. Und und so kam halt immer dieses größer werdende Interesse meinerseits, einfach weil ich bei ihr gesehen habe, es geht anders. Also Religion geht auch anders. Es muss nicht mit Zwang verbunden sein, nicht Gewalt in der Hinsicht, dass das oder mit verbaler Gewalt, du bist eine Frau, deswegen musst du das und das machen, sonst wird Allah kommen und das, sondern auch mit Liebe und Akzeptanz und ich lasse dir deinen Freiraum, bist du bereit, bist zu mir zu kommen. Und dann, wo ich mir auch dachte, wow, das war für mich, eine Religion habe ich dann ganz, ganz anders kennengelernt und das war für mich, wo sich so mein Herz auch geöffnet hat, Und Römer. Ja, bitte. Du kannst auch was dazu sagen, wenn du möchtest. Ich finde, was ihr da erzählt habt, auch in Bezug auf die ganzen Themen, die ihr jetzt angesprochen habt, da stimme ich 100% zu. Ich fand auch sehr stark geredet. Hat die Leonie, oder ja? Mhm. Und Dankeschön. Wundert euch nicht, ich bin hier gerade ein bisschen mit am Renovieren bei mir zu Hause. Also ich bin gerade hier ein bisschen beschäftigt, aber ich höre aufmerksam zu. Okay. Aber zu renovieren. Ja, aber ich bin einfach mal reingekommen, du hast mich eingeladen, ich wollte es nicht ablehnen. Ja, weil wenn ich Römer sehe, dann muss ich Römer reinholen. Ja, hallo. Ganz klar, bitte.
Ja. Nur Dennis sitzt im Auto, gell? Ja, alles gut. Also, ich hab mal eine kurze Frage. Du sagst ja, du hast ja den Herrn Jesus angenommen, ne? Meinst du mich jetzt? Ja, genau. Ach so, ja, dazu muss ich sagen, ich bin aber noch nicht wiedergeboren in dem Sinne, dass ich noch nicht getauft bin. Ne? Also ich bin jetzt wirklich ganz, ganz, ganz frisch den Weg am Gehen, mich mit der Thematik am Auseinandersetzen, ja, meine Gespräche mit Gott am Führen, ja, und das ist für mich wirklich noch sehr neu und sehr frisch, ja, und aber ich habe meine Taufe noch vor mir. Weißt du, was der Herr Jesus sagt? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Und ich sage das jedem hier drin, der jetzt den Herrn Jesus noch nicht angenommen hat oder auf dem Weg ist. Du musst von neu geboren werden, wie es in Johannes 3, Vers 3 steht. Die Schrift sagt in Johannes 3, Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neu geboren wäre, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Die Wiedergeburt, es ist der Heilige Gottes, den du empfängst durch die Wiedergeburt. Wenn du an den Herrn Jesus glaubst, vom ganzen Herzen, dass er dein Herr, dein Gott, deiner Retter und deiner Löser ist, bereu deine Sünden, kehr um und tu Buße. Absolut. Mehr verlangt er nicht. Er möchte einfach nur dein Herz haben, mehr nicht. Das Reich. Ja. Absolut, ja. Also die Taufe, die möchte ich auf jeden Fall vollziehen. Das ist, das steht definitiv fest. Ja. Aber natürlich bin ich erstmal dabei, Bibelstunden zu nehmen, weil wenn man halt konvertiert, dann muss man ja dann erstmal Bibelstunden nehmen und sich dann mit der Thematik genauer auseinandersetzen. Und das dauert halt auch ein bisschen. Weißt du, was ich dir empfehlen kann? Ich kann dir wirklich empfehlen. Ja. Ich schicke später, wenn du willst, ein paar Bibelverse und lest dir die Bibelverse mal ganz genau durch. Über die Wiedergeburt. Gib dir mal ein paar Bibelverse über die Wiedergeburt und über die Buße. Das ist sehr, sehr wichtig. Und da kann ich dir empfehlen, lest Johannes. Ich würde dir empfehlen, wenn du anfängst, das Evangelium zu lesen, dann lese das Johannes-Evangelium. Okay. Das würde ich dir wirklich empfehlen. Ja, das Johannes-Evangelium. Okay. Ja, sehr, sehr gerne. Danny, ich würde später nochmal dazukommen. Ich komme später nochmal dazu. Ja. Bis dann. Bis dann. Weil ich wollte noch was einmal sagen. Findest du es nicht komisch, dass alle Hollywood-Filme den Herrn Jesus Christus kopieren? Alle Filme, die du siehst, ist der Herr Jesus Christus. Alle Filme. Inwiefern? Spider-Man kopiert den Herrn Jesus Christus. Spider-Man zum Beispiel, da gibt es eine Filmszene, wo Spider-Man am Kreuz stirbt. Also, ich mache nächstes Mal ein Video. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich mache demnächst ein Video. Guck dir mal die Vorträge an von, kennst du Reza Arafat? Der hat so Filmentschlüsselungen gemacht. Das musst du dir mal reinziehen. Okay. Superman kopiert den Herrn Jesus Christus. Diese ganzen Titanic zum Beispiel, alle Filme kopieren den Herrn Jesus in der Bibel. Du hast doch Squid Game gesehen, ne? Ja, diese Serie aus Korea war das, glaube ich, ne? Hast du gesehen am Ende? Was haben die am Ende gesagt? Ganz am Ende, glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Guck dir mal genau nochmal die Szene an, wo er sagt, glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Außen nix. Oder Walking Dead. Krass. Beispiel die Walking Dead Serie. Also The Walking Dead? Walking Dead. Ja, The Walking Dead habe ich tatsächlich nicht gesehen. Aber Squid Game, da muss ich mir echt diese Szene nochmal anschauen, weil die habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ja, da musst du am Anfang die Szene, wo der da so sitzt, sagt er, ich glaube nicht an den Herrn Jesus. Und dann am Ende nochmal, glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Zum Beispiel Peter Pan, du kennst ja Peter Pan, ne? Ja, ja. Und Peter Pan kommt in den Wolken und kopiert den Herrn Jesus in der Bibel. Das ist eine Kopie aus der Bibel, aus Daniel 7,13 und aus der Offenbarung. Und Peter Pan kämpft ja gegen Captain Hook, den Einäugigen, gegen den Antichristen. Ja, und er kennt ja die Kinder. Und was sind die Kinder in seinem Bild? Immer so? Kinder Gottes. Die Kinder Gottes. Und er rettet sie. Er rettet die Kinder Gottes vor den Antichristen. Vor diesen Einäugigen.
Deswegen hat auch Bob den ein Auge, den Einäugigen. Ja, so habe ich den Zusammenhang tatsächlich noch nie gesehen. Aber das ist total interessant. Wobei ich sagen muss, es ist ja eigentlich schön, wenn solche Zusammenhänge, solche positiven Zusammenhänge in Bezug auf Jesus Christus in Filmen entstehen, ja. Also ich muss sagen, ich habe die Filmproduktion ist ja, weiß ich nicht, bringe ich grundsätzlich irgendwie eher mit was, was heißt mit was Negativem. Ne? Ich schaue natürlich sehr gerne Serien und Filme, aber in Bezug auf die Religion, in Bezug auf das Christentum wird es ja eher so in die negative Richtung dargestellt, ja. Was ich sehr, sehr schade finde. Das ist mir tatsächlich eher aufgefallen als diese positiven Assoziationen. Ja, aber ich glaube, da muss man sich wirklich dann mal mit der Bibel extrem gut auseinandergesetzt haben und um die Dinge dann irgendwie anders bewerten zu können. Zum Beispiel, ich schicke dir das alles, wenn du möchtest, gibt es eine... Ja, sehr gerne. Gibt es eine Szene von Superman, da sagen die ich weiß jetzt nicht, wie das, auf jeden Fall war das so. Und er sandte seinen Sohn in die Welt, um die Welt zu retten. Das ist aus Johannes Evangelium. Das ist eine Kopie. Das schicke ich dir und dann hör dir mal genau an, was sie sagen und lies mal dazu die Bibel. Aber krass. Du denkst wirklich, die kopieren die Bibel, die stehlen die Ehre des Herrn Jesus Christus und zum Beispiel, wenn du dir die ganzen Superfilme anschaust, Superheldenfilme, du siehst immer, dass die Helden immer wieder eine Braut retten. Richtig? Die retten doch immer eine Braut und geben ihr Leben, richtig? Ja. Und in der Bibel heißt es, Jesus hat sein Leben gegeben für seine Braut. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben hat. Und komischerweise haben diese Superhelden immer so Superkräfte und kämpfen gegen das Böse und retten immer eine Frau, eine Braut, immer Sinnbild. Die geben ihr Leben, stellen sich immer vor die Braut. Komisch, oder? Dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass irgendwie das da eine wesentliche Rolle gespielt hat, dass die Bibel und die Geschichte von Jesus Christus da irgendwie eine wesentliche Rolle gespielt hat. Wobei ich aber sagen muss, ich finde das in der Hinsicht nicht negativ, sondern mit der Assoziation, weiß ich nicht, verbinde ich das eher mit was Positivem tatsächlich, weil ich habe das so auch noch nicht gesehen. Und muss aber sagen, ich empfinde das eher als positiv. Weil es gibt ja auch wirklich gute Werte wieder, ja, und beeinflusst ja auch die Zuschauer sehr positiv und im Guten, ja. Also von daher finde ich das jetzt nicht schlimm, dass man sich daran orientiert hat. Das ist ja im Endeffekt das, was Gott wollte, beziehungsweise Jesus Christus, ja, dass man sich halt an seinem Beispiel orientiert, weißt du? Also deswegen finde ich das jetzt nicht... Nein, weißt du, was ich das so schlimm finde, damit du das bisschen vielleicht anders dann nochmal verstehst? Ich erkläre es dir mal anders. Früher haben ja die Menschen gerne so Statuen angebetet und Statuen verehrt, so Holzstatuen, oder die hatten immer so kleine Statuen zu Hause gehabt und haben sie verehrt, richtig? Der Satan hat es geschafft, dass diese Menschen wie Götter angesehen werden. Weißt du, diese Menschen, Superman, wird ja von Milliarden Menschen verehrt, wie ein Gott. Kinder verehren ihn, die haben ja Statuen von ihm so und Figuren, ja, das und Poster. Das ist unbewusster Götzendienst. Batman wird verehrt. Die lieben das ja, die verehren ja. Du musst dir mal vorstellen, diese Schauspieler, die werden ja sozusagen wie ein Gott verehrt, weil sie sich ja auch wie ein Gott dahinstellen als der Retter der Welt. Und das hat der Satan geschafft, dass diese Menschen Götzendienst praktizieren. Zum Beispiel, gib mal ein Kind eine Batman-Figur und nimm mal dem Kind diese Batman-Figur weg. Aber findest du es per se schlecht, wenn, oder denkst du wirklich per se, alle Menschen, die so in der Öffentlichkeit sind, haben einen Pakt mit dem Teufel? Leider ja. Leider. Ich war auch am Anfang, habe ich das nicht geglaubt. Und dann bin ich dahinter gekommen. Und am Anfang habe ich gedacht, nein, das ist nicht, das kann nicht sein, dass alle drin sind. Es gibt welche, aber dann habe ich wirklich recherchiert, geforscht, Vorträge angeschaut, mir selber darüber Gedanken gemacht, das selber geprüft, und dann habe ich mir gedacht, das kann nicht sein, das ist ja unfassbar. Diese ganzen Stars, die da oben sind, die sind ja wirklich involviert und eingeweiht. Und guck mal, diese Stars, ne?
Weißt du, was die sagen? Ganz öffentlich. Ich habe heute ein Baby geopfert, TikTok sportlich. Ich habe heute Blut getrunken, TikTok sportlich. So, das sagen die einfach. Ja, so, das stimmt. So. Das stimmt. Das hab ich auch schon mitbekommen. Also ich, also. Warte, und ich finde es komisch, dass wirklich Millionen von Kindern spurlos verschwinden. Ich ja, okay, das, gehört, das, ist schon, das ist schon Millionen extrem. Ja, das hängt gesagt, definitiv zusammen, ja. Ja, dass über 10. Warte mal, Bruder Reza, komm mal bitte rein. Das ist der, der Vorträge gemacht hat. Bruder Reza, komm mal bitte rein. Das ist der, der diese Filmaufklärung gemacht hat. Ist Reza nicht der Bruder von Amir? Hört ihr mich noch? Ja, ich höre dich noch. Hallo? Hallo? Ich habe also gerade. Ja. Ich habe gerade jemanden eine Anfrage geschickt, der hat diese. Ja. Ja, ja. Meinst du Reza? Ah, doch, ihn habe ich auch schon öfters gehört. Du bist doch Bruder von Amir, ja, nee. Oder? Hallo, ihr Lieben. Könnt ihr mich hören? Salam alaikum, Bruder Reza. Hallo. Gottes Wegen. Ja, genau. Der Amir ist mein kleiner Bruder. Und ja, das Problem ist, dass es eben traurigerweise wahr ist. Also ich kann Reza tatsächlich sehr schlecht hören. Ich auch. Habt ihr auch dieses Kratzen? Ja, man hört dich nicht. Mich? Bruder Reza, man hört dich nicht. Sag mal was. Hört ihr mich besser jetzt? Ja, jetzt ist dieses Rauschen auch weg, da war ihm so ein Kratzen. Ja. Ja, okay, ja, alles klar. Ja, genau, der Amir, der Ex-Muslim, ist mein kleiner Bruder, leiblicher Bruder. Ja, ich okay. Feiere seinen Content total. Ich finde das sehr, sehr mutig, wirklich, was er macht. Also, ja, bin auch jetzt fast in jedem Live dabei, wenn ich die Zeit habe, das mir anzuhören, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Ja, genau. Der Amir betreibt eben Aufklärung, was Islam betrifft. Und meine Aufgabe ist es eben, den Menschen die Augen zu öffnen für das Satanische, was Satan und seine Dämonen hier im Geheimen treiben. Und mit wem sie eben einen Pakt abgeschlossen haben, einen Vertrag, einen Bund, was beidseitig bindend ist. Das heißt, der Satan und seine Dämonen halten sich an die Verträge und bringen diesen Leuten Erfolg. Okay. Und auf der anderen Seite müssen sie aber auch den Satan anbeten und den Dämonen eben in Anbetung Opfer darbringen. Und das höchste Opfer, was die Dämonen mit dem Satan haben wollen, sind Menschenopfer. Tieropfer ist auch gut. Aber Menschenopfer ist das Höchste. Ja, vor allem das mit der Thematik in Bezug auf Kinder, das habe ich schon sehr häufig ja, mitbekommen. Und vor allem Kindern, die noch keine SEX. Ja, also noch unschuldig sind dahingehend. Sein, also ja. Kein Sex gehabt zu haben, es muss eine Jungfrau sein. Genau, genau. Ja. Dann hast du die höchste Form der Opferung und deswegen haben die auch die ganz, ganz großen Leute da oben an der Spitze, die bringen eben reihenweise. Mhm. Kinderopfer. Aber das Problem ist ja auch, dass so ein Kind zum Beispiel auch einiges kostet. Das heißt, du musst auch in der Lage sein, so ein Kind zu bestellen bei dieser Mafia, die das da bringt. Die wollen auch Geld sehen. Das heißt, es ist sehr teuer, weil auch ein Kind, was zu Organtransplantation, Organ. Absolut, ja. Ja, sehr viel Geld einbringt. Und deswegen, wenn du dir ein Kind ja, das habe ich auch schon. Dann musst du sehr viel Geld haben. Ja, ja. Ja, vor allen Dingen, ich habe das ja, das stimmt. So die Augen des Teufels. Ich glaube, der kam aus Ukraine, der diese, kam er ja nicht aus der Ukraine, der diese Dokumentation gedreht hat. Oder Polen, genau. Und ich muss sagen, ich war schockiert. Ne? Also ich war wirklich schockiert, wie eiskalt böse manche Menschen und auch Mütter sind, ja, und wissend, an welche Menschen sie ihre Kinder verkaufen, ja, und was mit diesen Kindern geschieht, ja. Oder vielleicht wollen sie die Augen verschließen.
Predigten, wie auch immer, und wollen es nicht wahrhaben, aber das ist schon krass. Also was wirklich für ein Handel mit Kindern, ja, was es einfach für einen Handel mit Kindern gibt, ja, also das ist schon der Wahnsinn. Und ja, es verschwinden ja wirklich jährlich mehrere hunderttausend Kinder, ja, einfach aus dem Nichts und du findest die nicht mehr wieder, ja, du hörst nichts mehr von denen, siehst sie nicht mehr, und das ist schon extrem erschreckend, absolut, ja. Und so ein Kindprogramm kann sich nur jemand leisten, der eben Geld hat. Und das sind eben nicht die normalen Leute in der Gesellschaft. Das ist also die Oberschicht, die eben das Geld haben. Weil man braucht ja wirklich nur betroffenen Menschen zuzuhören. Es gibt ja auf YouTube, gibt es ja wirklich genügend Dokumentationen ja mit Betroffenen und rituellen Missbrauch und Sozialarbeiter, die auspacken, ja, weil sie schwer depressiv geworden sind und das auch nicht mehr konnten. Also, und jeder, der dann irgendwie sagt, ach, das sind Verschwörungstheorien, sorry, aber das kann ich dann auch nicht mehr ernst nehmen, weil es sagen ja nicht nur eins oder zwei Menschen, ja, sondern es sagen ja Millionen von Menschen, ja, und es wird ja noch nicht mal versteckt, so, ne? Es wird ja auch ganz offen durch die Blumen damit umgegangen oder ist uns auch gesagt, ja, mitgeteilt durch Musik, durch Filme, ja, indem sie ganz offen darüber sprechen, und es ist ja eigentlich kein Geheimnis mehr, ja. Und so viele Menschen, so viele Opfer, die davon wirklich auch berichten, ja, so viele Psychiater, Psychologen oder auch, weiß ich nicht, ja, Sozialarbeiter, die das bestätigen können, ja, deswegen glaube ich auch nicht mehr, dass das irgendwie eine Verschwörungstheorie ist. Dafür gibt es zu viele Menschen, die da ganz offen mit umgehen. Ja, und dann natürlich haben wir Skandale, die ans Tageslicht gekommen sind, zum Beispiel der Franklin Kawab-Skandal oder eben der Fall Marc Dutroux, wo es eben ans Tageslicht kam, dass die Elite aus Belgien alles getan haben, um dieses Thema um Marc Dutroux zu unterbinden, die Untersuchung. Wie hieß der? Das ist der Skandal um Marc Dutroux. Ah, okay. Marc Dutroux war ein belgischer Kinderschänder, der eben sehr viele Kinder entführt hat und der Elite in Belgien zugeführt hat. Und er ist erwischt worden. Ah, okay. Im Laufe der Untersuchungen sind 27 Zeugen ums Leben gekommen, die aussagen wollten. Boah. Praktisch alle Zeugen. Und komischer Zufall, ne? Ja, 27 Zeugen durch Selbstmord, Autounfälle, Und das kann nicht eben der Gemüsehändler von nebenan, ja, 27 Zeugen ermorden, und dass die Justiz die Fälle auch sofort schließt und nicht untersucht, ob diese Leute auch ermordet worden sind. Das alleine ist schon Beweis genug, dass da ein Riesennetzwerk hinter Kinderhandel steckt, ein Riesennetzwerk. Das so gefährlich ist, dass wenn du dich da hineinbegibst und versuchst, das aufzuhalten, dass du nicht lange am Leben bleibst. Wir hatten ja vor kurzem den Fall von Isaac Cappy, der Hollywood-Schauspieler, der eben öffentlich gesagt hat, dass der Tom Hanks ein pädophiler Serienmörder ist und dass ganz Hollywood eben Kinder missbrauchen und töten. Und ein paar Tage später war der tot. Und er hat vorher gesagt, Leute, ich weiß, dass sie mich umbringen wollen. Wenn mir was passiert, ich sage es hier mit ein letztes Mal, ich bin nicht selbstmordgefährdet. Aber ich weiß, dass sie mir was antun wollen. Ja, und ich habe auch Morddrohungen bekommen. Und hiermit sage ich, dass ich nicht selbstmordgefährdet bin. Wenn mir was zustößt, ja, aber trotzdem hat es nichts genutzt. Zwei Tage später, Selbstmord, tot. Das ist so unglaublich beängstigend. Also, das gab's ja auch eine Corona-Pandemie. Das gab ja auch, mir fällt jetzt dieser Name nicht mehr ein, aber es waren noch mehrere Virologen und Ärzte, die ausgesagt haben, ja, dass, also die wirklich gegen die Impfung ausgesagt haben, gegen das Virus, ja, dass es, die haben das auch wirklich wissenschaftlich sehr gut eigentlich erklärt, dass alles wirklich nur hochgebauscht wurde, also wirklich schlimmer gemacht wurde, als es eigentlich ist, ja. Ja, dass es aktuell ist, dass es wirklich existent ist, ja, gar keine Frage. Also ich möchte da jetzt nichts leugnen, aber die halt wirklich auch die Extreme oder beziehungsweise die Wichtigkeit der Impfung in Frage gestellt haben und dann eigentlich auch widerlegt haben.
Da gab es ja auch einige, die von der Bildfläche verschwunden sind, ja. Und da hast du halt auch schon gemerkt, dass, ja, dass da wirklich, dass die da an, sage ich jetzt mal, Personen gekratzt haben, ja, die eigentlich, ja, weiß ich nicht. Also das, genau, das fand ich auch schon sehr, sehr krass. Regimekritiker werden auch also beseitigt, falls die halt zu viel Wind machen würden. Aber speziell das Thema Kinderhandel, Kinderopferung, das ist ein Riesennetzwerk, was die Elite über Jahrhunderte sich aufgebaut hat. Und da sind eben die Mafia mit drin beteiligt. Absolut, kann ich mir selbst. Das ist sehr gut abgeschirmt. Sehr, sehr, sehr gut abgeschirmt. Ja. Guck mal, das ist auch wirklich so meine Vermutung. Ja, guck mal jetzt, wir hatten ja auch vorhin das Thema mit, ich weiß jetzt nicht ganz der Name des Hosts, ja, aber dann hatten wir auch das Thema Endzeit gehabt, ja. Und bestes Beispiel ist jetzt Zeit unsere, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne jemanden irgendwie zu verletzen, ja, aber diese Extreme in die Richtung, in der LGBTQ, ja, dieses ganze Thema ausgelebt wird und extrem normalisiert wird, dass Kinder schon, weiß ich nicht, Sexualaufklärung im Kindergarten teilweise bekommen. Ja, wo ich mir auch denke, was hat das denn damit zu tun? Ja, Kinder sollten Kinder bleiben und dass wirklich schon so früh an Kinder gegangen wird, ja, das ist meine Vermutung, vor allen Dingen auch jetzt zum Beispiel in der Politik in Deutschland. Ja, die Grünen, die sind ja nachweislich Pädophilie-Befürworter, ja. Wenn man sich einfach nur mal das Parteiprogramm der 90er Jahre anschaut oder halt, ja, die Menschen, die Mitglied in der Partei sind, was die für einen Hintergrund haben, ja, dass das jetzt, ja, dass wir auf dem Weg sind und das kommt definitiv aus dem Westen, klar, aus Amerika, dass das schon in die Richtung normalisiert, ja, dass es normalisiert wird, ne? Dass das auch mit in diese Szene aufgenommen werden soll, das wollen die ja. Ja, das habe ich auch schon sehr häufig gehört. Weil es war ja auch vor kurzem, war ja dieser Alice Day. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt, dieser Tag. Nee, nee. Das ist Alice Day. Alice Day ist ja dieser ich weiß gar nicht mal, an welchem Tag genau das war. Im Mai definitiv. Da müsste ich nochmal nachschauen, welches Datum genau. Aber könnt ihr auch gerne googeln. Das ist der Weltpädophilietag, ja, an dem ja Pädophile sich durch versteckte Zeichen zu erkennen geben, ja, dass die auch, die wollen ja auch wirklich in diese Szene, in diese Regenbogenflagge, wie auch immer, aufgenommen werden, ja, weil es ja auch eine Randgruppe ist, ja. Und wir fordern ja in unserer Gesellschaft heutzutage für alles Toleranz, Toleranz, Akzeptanz, Respekt, wie auch immer, ja. Und die wollen natürlich dementsprechend auch mit ihrer Neigung respektiert werden, weil ja, ist ja eine Randgruppe, die fühlen sich da irgendwie ja benachteiligt, wie auch immer. Und die haben ja auch ihre ganz bestimmten Zeichen und Alice Day einfach mit dem Hintergrund, dass der Entwickler, sage ich jetzt mal, der Regisseur von Alice im Wunderland auch pädophil war, dass die Geschichte ja über ein Mädchen geschrieben worden ist, dass er, glaube ich, mit, oh, das genaue Alter weiß ich gar nicht, mit 6 oder 9 Jahren, auf jeden Fall irgendwas dazwischen, extrem jung, ja, dass er eine sexuelle Beziehung zu ihr hatte und das halt in dem Film irgendwie verarbeitet, ja, und das ist halt natürlich so ein Vorreiter für die Szene und dementsprechend auch Alice Day. Aber die genauen Details, die könnt ihr auf jeden Fall auch googeln. Ja, das finde ich halt sehr, sehr krass und beängstigend. Und das ist genau das, worauf wir uns hinbewegen. Also genau wirklich auf diese Bewegung, dass das ja, ja, es ist ja jetzt schon mittlerweile normal, dass Drag Queens ja in Kindergärten auftreten, dass ja, Kinder, Frühsexualisierung in Kindergärten, das ist ja, wird ja alles so langsam normalisiert, ja, und jedes Mal, wenn du irgendwas dagegen sagst, bist du entweder, weiß ich nicht, rechtsradikal, du bist ein Nazi, du bist dies, du bist das, ja, also wirklich, du wirst so diffamiert, wenn du dich dagegen aussprichst, du bist intolerant und wie auch immer, also, und das entwickelt sich in eine extrem böse Richtung. Ja, genau, da steckt eben Satan und seine Dämonen, die möchten, dass die Kinder ihre Unschuld so schnell wie möglich verlieren, weil eben der Gott der Bibel auf das Thema Unzucht, also Sex vor der Ehe, sehr, sehr scharf reagiert. Und deswegen möchte der Satan, dass die Kinder so schnell wie möglich eben ihre Unschuld außerhalb der Ehe verlieren. Sexualität außerhalb der Ehe, sexuelle Unzucht.
Und dass, dass das Kind generell auch geschädigt wird, weil wir wissen ja, dass die Sexualität eben auch mit der Psyche verknüpft ist, vor allen Dingen bei Kindern. Definitiv. Und wenn da ein Missbrauch stattfindet und wenn das Kind zu früh Sex hat, dann hat das eine riesen Auswirkung auf seine, psychische und also psychische Entwicklung in seinem Leben. Und so zerstört der Satan halt eben die Menschen so früh wie möglich. Und seine Diener werden das Programm, eben die Politiker, Richter, alle Leute, die in diesen satanischen Sekten drin sind, die werden dieses Programm durchziehen und die Menschen da draußen können nur zuschauen. Und wenn die was dagegen sagen, werden das per Gesetz dann unter Strafe gestellt. Genau, genau. Ja, wir sind ja auf dem besten Wege dorthin und das ist so beängstigend, wirklich. Also das ist echt, ja, das ist wirklich unsere Endzeit gefühlt. Weil so schlimm war es. Genau, je weiter wir fortschreiten in der Endzeit, desto mehr Macht wird der Satan bekommen und der Heilige Geist zieht sich dann dementsprechend zurück, weil es auch immer weniger wiedergeborene Christen gibt, echte, die eben durch den Heiligen Geist das Böse hier auf der Erde aufhalten. Und wenn die Entrückung stattfindet, wenn der Heilige Geist und die Gemeinde Jesu Christi gehen von der Erde bald, dann kann das Böse nichts mehr aufhalten. Dann explodiert das Böse. Das stimmt. Und dann kann es dazu kommen, dass da Pädophilie komplett erlaubt wird, dass da jegliche Art von Sexualität erlaubt wird, mit Sex mit Tieren. Richtig, richtig. Also alles Mögliche. Und wenn du das dann kritisierst, dann heißt das ja, dass du dann halt unter Strafe gestellt wirst, dass du dann gegen das Regime bist und dann, wenn das per Gesetz wird, wirst du dann abgeholt und ins Gefängnis gestellt. Richtig, also es ist so, wie es jetzt zurzeit aussieht, wenn es so weitergeht, laufen wir definitiv darauf in ganz, ganz großen Schritten zu. Ich meine, guck mal, unsere ganze Gesellschaft ist sexualisiert. Ja, also es ist, was früher wirklich eher die Ausnahme war, ne, jetzt ohne irgendjemanden zu shamen, ja, also es ist, soll jeder so leben, wie er das für richtig hält und wie er das für sich vereinbaren kann, ne, aber nur, was ich damit ausdrücken möchte, jetzt mit meinen nächsten Sätzen, ist halt einfach dieses, dass es normal geworden ist, ja, dass es halt, ja, zum Beispiel diese ganzen OF-Geschichten, ja, oder sich auszuziehen, um halt irgendwie, weiß ich nicht, ja, gewisse Dinge voranzutreiben, ja, oder oder zum Beispiel genau, oder diesen im Free TV, ja, zum Beispiel diese ganzen Serien wie Temptation Island und was weiß ich, ja, wo es normalisiert wird, seinen Partner in der Öffentlichkeit irgendwie extrem zu demütigen, ja, im Fernsehen vor Augen von Hunderttausenden von Menschen mit einer anderen Person zu schlafen, ja, weiß ich nicht, also da wirklich querbeet, ja, also das wird doch schon propagiert in unserem TV-Programm, ja, also deswegen gucke ich ja auch wirklich schon seit Jahren kein Free-TV mehr. Also ich finde das echt erschreckend. Also weiß ich nicht. Dass dieses Haltlose, ne? Dass der Mensch immer mehr seinen Halt verliert. Also das mich persönlich erschreckt das. Ja, genau. Nur das Problem ist, wenn du dann die Kraft dahinter nicht mehr blicken kannst, dann denkst du, dass das zufällig ist, was da vor sich geht in der Gesellschaft.